Hey Leute und willkommen zurück zu LEGO Star Wars 2, die Episode 4, Level 6, das letzte Level in dieser Episode. Mal sehen, was hier so auf uns wartet. Das Level heißt Rebellenangriff. Ach, fliegen wir vielleicht mit dem Flugzeug rum? Ja? Ja? Machen wir es? Ja? Nein? Nicht. Okay, was machen wir denn jetzt? Ja? Okay, wir landen auf irgendeinem Planeten. Ja, ja, hier sind die Rebellen. Oh, Idioten. R2-D2 macht irgendwas hier bei diesem komischen Ding und hilft bei den Leuten. Achso, wir haben die Schwachstelle gefunden. Jojo, Leute, die Schwachstelle ist genau da. Lass mal hier genau da angreifen und so weiter. Oh ja, und dann macht das Boom und dann ist der Todesstern weg. Yay, gute Idee, gute Idee. Oh. Und ja, dann machen wir das einfach mal, ne? Ja, genau. Ah, das ist ein Planeten. Oh, guck mal, das ist ein Planeten. Dann greifen wir einfach mal an. Ja. Davor hat uns wahrscheinlich schon bemerkt, aber sollte schon funktionieren, oder? Und wir fliegen tatsächlich. Das ist ja nice. Wir haben mal wieder ein Fliegelevel. Ist ja in jedem Teil so. Also in jeder Episode gibt es immer ein Fliegelevel, bei dem wir einfach rumfliegen. Und diesmal zerstören wir wohl den Todesstern. Piu, 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 piu. Oh nein, das ist so ein... Oh nein. Also das finde ich gut, dass das kein Autoscroller ist. So, hier können wir komische Kugeln einsetzen und die können wir dann schießen. Hier, piu. Okay, verstanden, verstanden. Also, immer schön die Kugeln mitnehmen. Da können wir, glaube ich, mehrere mitnehmen, oder? Ja, zwei und drei. Immerhin ist die Steuerung nicht so schlecht, aber... Na gut, so. Geld kriegen wir auch noch. Ja, ordentlich. So, das kriegen wir. Können wir auch noch zerstören. So, die kriegen kein Geld, die Dinger. Na gut, ich werde nicht so oft sterben, damit ich nicht so viel Geld verliere. Geld ist hier nämlich, glaube ich, ziemlich wertvoll. Ups, da bin ich voll gegen gestoßen. Finde ich nicht gut. Oh, shit, ich bin zerstört worden. Das war es wohl mit nicht so oft sterben. So, das hier Ding nervt noch rum. Ups, das war aus Versehen. So, hier ist irgendwo ein weiterer Schalter. Okay, da müssen wir direkt vier von diesen Kugeln benutzen. Okay. Und das gibt natürlich auch ein bisschen Geld. Die letzte Kugel ist irgendwo hin verschwunden. Na gut. Gibt's ja neue, deswegen kein Problem. So. Schieße ich einfach ein neues Ding drauf. Oh, hier gab's noch ein Blau. Alter, wir haben schon fast wahre Idee, also halb. Fast halb. So, was gibt's hier? Ist das ein Secret-Bereich? Ich dachte, ich hätte was Rotes gesehen, aber leider war das kein roter Stein. Oh, was ist das denn hier? Können da nur... Sehe ich das richtig? Können da nur bestimmte Flugzeuge durch? Na gut. Da können wir also noch nicht durch. Na gut, dann zerstören wir doch mal das letzte Teil. Sammeln das Geld auf, was da durchfallen gelassen wurde. Okay, und dann können wir weiter durch, wahrscheinlich. Ja. Können auch das Geld hier einsammeln. Haben wir schon. Okay, dann geht's weiter. Erstmal hier die. Hup, okay. Sichtveränderung. Zerstören wir erstmal hier die Dinger hier, die uns angeschossen haben. So, Geld und Geld natürlich. So. Und dann. Oh, hier gibt's auch noch welche. Piu, 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 piu. Oh nein, ich bin. Oh nein. Oh shit, shit, shit. Ich bin kaputt gegangen. Zerstört worden. Oh nein. Okay. Ich habe da eine blaue und hier habe ich auch was bekommen. So, hier geht's schon weiter, ne? Was war denn in dem anderen Gang? Ich gehe, glaube ich, gleich nochmal in dem anderen Gang und guck, was da so war. Okay, hier. Geld, Geld, Geld. Wir brauchen echt hier. Okay, wir haben schon fast wahre Idee. Also so viel Geld brauchen wir doch nicht. Okay. Zum Glück sehen die das hier nicht so streng mit dem Geld. Hier gibt es wieder... Ist das so ein alternativer Pfad oder so? Oder führt das beides zum Gleichen? Das ist eigentlich unnötig, dass ich hier... Ja, ist ja auch egal. So, hier brauche ich wieder vier von diesen Dingern. Ein bisschen nervig, aber... Weil das wir vier brauchen und man kann nur drei tragen. Von diesen Dingern. Aber... Oh, war er hier. Nice, ey. So, müssen wir uns also darum keine Gedanken mehr machen. Um das Geld. So, das abschießen und das abschießen. Nice. Dann können wir hier auch weitergehen. So, und tatsächlich, das führt beides zu dem gleichen. Und hier brauchen wir schon wieder ein spezielles Flugzeug. Diese komischen Fliegeviecher, die wir natürlich nicht haben. Na gut, zerstören wir das hier nochmal für extra Money, was ich gerade nicht eingesammelt habe. Aber egal. So, das ist aber ziemlich monoton hier, also die Aufgaben. Ich muss hier einfach immer nur vier von diesen Dingern hier aufsammeln. Natürlich kann ich nur drei Stück davon tragen und dann hier drauf schießen. So, piu. Und dann schießt das und dann muss ich warten. Und piu. Und dann muss ich warten. Muss ich noch ein paar Dinger wieder aufsammeln. Und ja. Ich weiß nicht, ob da noch was irgendwas Spannenderes gleich kommt oder so.
Bis jetzt sieht es ziemlich monoton aus. Und dann haben wir die auch zerstört. Dann können wir auch weiter. Dann können wir auch weiter. Genau. Das ist nice. So, weiter geht's. Und Sichtänderung. Na gut. Jetzt sind wir in einem neuen Gebiet. So, erstmal die Kanonen hier zerstören, damit die neuen nicht so nerven, wenn ich mal treffen würde. Danke sehr. War noch eine blaue und... Oh, was kann ich hier denn machen? Okay, kann ich irgendwas... Keine Ahnung, was das bringt. Oh, Minikit. Nice, ey. Habe ich schon gefragt, wo die ganzen Minikits bleiben. Sind wohl... Die meisten sind wohl hier in diesen komischen Secret-Bereichen versteckt, wo man ein spezielles Flugzeug braucht. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Na gut, na gut. So. Nehme ich wieder zwei Dinger und schieße da drauf. Piu. Und piu. Und ich hole noch ein letztes. Und dann können wir auch wieder direkt weiterfliegen. Gibt es hier noch... War rechts was? Ernsthaft? Ich muss das zweimal machen? Oh, okay. Irgendwie... Können die sich nichts Besseres einfallen lassen, habe ich das Gefühl. Dann sammle ich hier diesmal drei auf und dann kann ich hier direkt drei rauf schießen. Blub und... Blub und... Blub und... Ein letztes brauche ich noch hier. Und... Blub. Dann haben wir auch alles, dann kommen wir wieder weiter. Und ja, weiter geht's. So. Okay, oh, jetzt sind wir schon in dieser Schleuse, bei dem auch die Schwachstelle ist. Und was macht Darth Vader so? Jojojo, ich will auch mal so ein cooles Gerät fliegen. Oh, was für Vollidioten. Leute, kommt mal her. Ich will ein bisschen Spaß haben mit meinem coolen Gefährt. Ja, gut. Jetzt werden wir wohl von Darth Vader verfolgt. Gut, gut. Ah, dafür. Piu, 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 piu. Niu, niu, niu. Und verwirrt. Alter, heftig, heftig. Okay, müssen wir jetzt irgendwie die töten oder so? Keine Ahnung. Aber ich kann hier ein paar coole Drehungen machen, habe ich gerade bemerkt. Okay, die treffen mich zum Glück nicht so gut. Deswegen, alles kein Problem. Alles kein Problem. Und jetzt sind wir in der Mitte schon, okay? Ja, gut. Ja, das sind wir. Der trifft uns sowieso nicht. Also, ha. Oh, einer ist schon weg. Nice. Yes. Einer ist weg. Okay. Dann kommt der auch ins Spiel gleich, oder? Okay. Darth Vader, was macht der? Keine Ahnung, den haben wir wohl outplayed jetzt. Yay. Han Solo freut sich wieder, lehnt sich zurück. Zwinkert und Luke muss jetzt den Rest erledigen. Okay, wir müssen hier wohl jetzt in die Mainframe rein. Oder auch nicht. Wir müssen da erstmal irgendwie reinkommen. Indem wir die Dinger hier zerstören wahrscheinlich. Piu, 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 piu. Zerstören ist nämlich hier das A und O in dem Spiel. Ja, ich aktiviere gleich alle, damit das schneller geht. Piu, 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 piu. Schön Spam, damit ich schön viele Schüsse auf einmal schießen kann. So. Und dann können wir auch reingehen. Und piu. Warte, ich habe hier eins. Hallo. Schieß. Nice, ins Glück hatte ich noch eins aufgehoben. Okay, dann müssen wir da mal, yay, juhu, wir haben irgendwas gemacht und so. Als wenn das uns aufhalten würde und so. Und, oh nein, was haben sie gemacht? Und, puff, alles weg, tja. Happy End, oh, der kleine Klon, Stormtrooper. Und, yay, wir haben es geschafft. Oh, ein Erfolgserlebnis, aber Darth Vader konnte ich natürlich fliehen. Und, wird erstmal voll durchgewirbelt, tja. Was er wohl machen, aber er hat natürlich locker easy überlebt und fliegt jetzt irgendwo hin. Und wir kehren zurück zur Base und richten von unserem Erfolg oder so. So, Level abgeschossen, Freispiel freigeschaltet. So, Episode 4 abgeschossen, Super Story freigeschaltet. Super Story, klingt gut. X-Wing, mhm. Und Y-Wing haben wir freigeschaltet als Flugzeuge. Da können wir aber auch welche auswählen, finde ich auch cool. Und wahre Jedi haben wir natürlich auch 100%. So, Steine haben wir auch ein paar eingesammelt. Minikits haben wir auch ein paar eingesammelt. Nicht so viele leider. Und zwei goldene Steine und Story beenden. Oh ja. Dann beenden wir jetzt mal die Story von Episode 4. So. Yay, jetzt gibt's wieder Party Party. Oh, coole Jacke, Luke. Alle stehen ja ganz steif. Mhm. Guck mal. Oh. Yay, ich bin die Prinzessin und deswegen gebe ich euch irgendwelche Medaillen, die überhaupt nichts wert sind. Yay.
Oh, C3PO und R2 freuen sich natürlich auch. Und der ist wohl ein bisschen aufgeflogen. Wäre auch ein bisschen auffällig gewesen, wenn der jetzt nicht gedings werden würde. Okay. Und dann haben wir es geschafft. Und Credits, die wir überspringen können. Oder auch nicht. Doch. Oh. Und wir haben 16% schon. 16% Hype. Und dann sind wir hier. Yay! Goldene Steine werden benutzt, um nützliche Objekte in der und außerhalb der Kantine zu bauen. Oh ja, haben wir auch schon bemerkt. So, die Tür ist immer noch verschlossen, leider. Öffnet sie wohl erst ganz zum Schluss. Und wir haben die Super Story freigeschaltet. Keine Ahnung, was die damit meinen, aber ich, keine Ahnung, was meinen die mit Super Story? Deswegen gehen wir einfach mal in Episode 5 und gucken, was da so los ist. Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Kapitel 1, Schlacht auf Heroes of the Heroes. Oh ja. Mhm. Episode 5. So, Escape. Okay, das ist ein Schiff. Ja, von den Bösen natürlich. Und, oh, da werden Drohnen und so gedingst. Und die werden auf Planeten geschickt. Und plupp. Piep, 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 boop, boop, piep, boop. Und das ist natürlich der kleine Luke. Und der guckt sich mal hier um. Und, was passiert da bloß? Oh nein, ein Riesenungeheuer. Und tot. Happy End. Oder so. Oh, er lebt noch. Schade. Na gut, oh, aber er ist ein bisschen eingefroren. Aber sein Laserschwert liegt da noch. Schnell mal hier mit der Macht Feuer holen. Genau. Und nice, ey. Schon hat er sich befreit. Und, ha. Arm ab. Und schnell weg, natürlich. Und yay, eine coole Rolle machen. Und da ist irgendein Gefährt. Ah, natürlich ist das Han Solo. Der hilft uns natürlich. Und was ist das hier? Hier ist so ein Gerät. Und piep, 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 boop, boop. Oh, Geheimbasis gefunden. Oh, nice, ey. Lass mal da den Planeten angreifen. Yo, 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 dem stimme ich zu. Lass mal den angreifen. Oh, Darth Vader. Ja, wir haben den Planeten gefunden. Lass mal hinfliegen. Na gut, dann fliegen wir dann mal hin. Und schicken da ganz viele Sachen drauf. Oh nein, die Feinde. Was? Oh shit, ey. Alarm, Alarm. Mhm, der guckt auf die Uhr. Ganz ungeduldig. Ah, schnell, schnell. Alle hin, alle hin. Auch Luke und so. Oh shit, oh shit. Das sind die Walker. Keine Ahnung, wie die heißen. Die fetten Viecher sind das. Shit, ey. Was wollen wir jetzt machen? Ich würde sagen, schnell ins Raumschiff rein und fliegen. Ja, das wird nämlich wieder so ein Fliegelevel. Das direkt das erste ist natürlich das coolste Fliegelevel in Episode 5. Okay, und 1 von 10, was? Och nee, ne, ich muss komische Dinger hier umkreisen oder was war das? Okay, dann umkreise ich. Ja, tatsächlich, ich muss hier umkreisen und die dann zum Fallen bringen. Na gut, das kann ich machen. Warte, den wollte ich natürlich nicht töten. Immer schön rumkreisen. Okay, den ja auch noch. Hui, oh, da sind Dinger im Weg. Nochmal. Ah, Mist, ey, dass das Spiel so intelligent ist, dass die Steine sogar im Weg waren. Na gut, machen wir das nochmal. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht, ist schon verkackt, weil ich schon ein paar Leute hier einfach so kaputt gemacht habe. Was ist das denn? Guck mal, das sind kleine Viecher. Oh, wie niedlich. Na gut, also hier ist noch so ein Ding. Wieder schön umkreisen. Hui, die Drohne nervt noch ein bisschen. Die will ich, glaube ich, sollte ich, glaube ich, kaputt machen. So, kaputt ist es. Oh, da ist noch so ein Viech. Die spawnen also, glaube ich, immer wieder. So, immer schön rumfliegen und nice, ey. War das schon 8 von 10 oder 6 von 10? Ich habe nicht genau gelesen. Aber warte, oh, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Hier ist noch ein Erd, die spawnen unendlich zum Glück. Oh nein, ich wurde zerstört, leider. Na gut, macht nichts. Ist ja easy peasy hier, ist ja nur eine blaue. 7 von 10, ah, das dauert ein bisschen lange hier. Naja, was ist eigentlich hier ganz hinten? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Oh, was sind das denn für coole Bomben? Das muss ich mal gleich gucken. Moment, 8 von 10. Nice, ey. Und beim Rückweg sollte ich auch 9 von 10 und 10 von 10 holen. Was? Guck mal, die Drohne. Die Drohne nervt mich damit. Oh nein, Drohne, geh weg. Geh weg, Drohne. So, also ich kann so Bomben tragen. Ist natürlich cool, aber was soll ich damit machen, mit den Bomben? Auch eine gute Frage. So, 9 von 10 und hier ist 10 von 10 dann wahrscheinlich. Oh, shit, ey, ich hab's nicht geschafft. Nein, meine zwei blauen. Komm schon. Nein, das wollte ich nicht. Den wollte ich. Ja. Und krieg's jetzt hin. Und Minikit, 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 bitte, 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 bitte. Minikit. Was macht der denn? Ach, danke sehr. Wo ist das? Ich glaube ganz hinten hier.
Gehe ich da mal hin. Ich kann ja eine Bombe mittragen. Auch wenn... Ach, komm schon, Bombe. Die uns wahrscheinlich nichts bringen wird, weil wir... Oh, doch, hier. Damit können wir die Wand hier kaputt machen. So, das noch zerstören. Warte. Oh nein, das wollte ich nicht. Geh mal weg. Ah, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Wir fliegen hier einfach mal durch. So. Und haben das Minikit. Nice, ey. So, das können wir nicht zerstören. Dann gehen wir einfach mal hier durch und gucken. Ah, nee. Mist, da... Oh, nee, da brauchen wir die Mine. Och, nee. Na gut, dann holen wir die Mine mal her. Und die spawnen aber immer wieder. Das wird ein bisschen nervig wahrscheinlich. Und mit ein bisschen nervig meine ich ziemlich nervig. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das Level nicht so schön wird. Nicht so schön einfach. Oh, was? Oh, ich habe doch Mine. Komm schon, Mine. Nein, das, du bist keine Mine. Nein, du auch nicht. Du bist eine Mine, genau. Tragen wir dich mal hier mit. Also, ich muss den komischen Wänden ausweichen. Okay. Hoffentlich explodiert die nicht zwischendurch. Hoffentlich hat die keinen Timer mit drin oder so. So, und dann muss sie hier einfach nur draufgehen. Und nice, ey. Dann können wir weiter schon. Weiter im Gelände, okay. Oh, guck mal, hier sind schon die großen Vieh. Ja, die kann ich jetzt hier töten, indem ich hier rumkreise. Und dann sollten die runterfallen, oder? Komm schon. Und... Zum Glück sind das ja stabile Seile. Deswegen, wie oft muss ich... Ja, nice, ey. Ich habe einen kaputt gemacht. Yay. Happy End. So, da brauche ich wieder so ein spezielles Gerät, was ich natürlich nicht habe. Ich habe natürlich mal wieder nur das Standardgerät von Intel. Ah, das ist wieder so ein... Oh nein, der hat mein Ding kaputt gemacht. Das ist irgendwie unfair. Na gut, ich wusste ja sowieso nicht, wohin damit. Deswegen, nee, da oben kann ich nicht hin. Na gut. Wo kann ich denn überhaupt hin? Der liegt da immer noch rum. Können wohl schlecht aufstehen. Na gut. So, von hier kommen wir, ne? Hier ist also nicht so viel. Hm, oh, die können auch wieder aufstehen. Das finde ich nicht so gut. Also können wir doch aufstehen. Ich dachte, die können das überhaupt nicht. Aber natürlich können die das. Natürlich das Neueste, die neueste Technology. Okay, kann ich hier hoch? Irgendwie? Irgendwie muss ich da wohl hoch, oder nicht? Ach so, vielleicht... Oh, ich glaube, ich weiß es. Ich muss, glaube ich... Ja, ah. Ich muss, wenn die auf dem Boden liegen, die Kriegerrüstviecher, da auch noch eine Bombe drauf klatschen. So, oh nein, der ist schon wieder... Der steht schon wieder... Oh nein. Oh, hätte man mir auch sagen können, vielleicht. Alter, ich krieg das Teil da nicht. Hallo, nein, was macht ihr denn? Komm schon, das Teil jetzt holen. Ja, komm schon, danke sehr. Jetzt steht das wahrscheinlich wieder. Nee, nein. Oh, nice, ey. Ja, war natürlich offensichtlich, dass wenn ich die beiden Sachen zerstöre, dass ich hier dann weiterkomme. Ah, nee, eine Bombe brauche ich noch, um da weiterzukommen. So, und bam, ey. Dann kommen wir auch endlich weiter und ich habe mich selber kaputt gemacht. Na gut, na gut, na gut. Also, mit Geld wird das wohl nichts mehr. Da bin ich schon viel zu oft gestorben damit, dafür. Und, oh, nee. Sehe ich das gerade richtig? Ich muss bis hierhin eine Bombe tragen. Kann ja nicht deren Ernst sein, oder? Oh, das wird nervig. So, was soll denn schon schief gehen mit dieser Bombe hier? Ich muss natürlich einen Wänden aufbauen. Oh, nein, nein, nein. Warte, habe ich es vielleicht geschafft? Wollt das vielleicht? Ja, Alter. Das Snipe, Alter. Das Snipe, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so gut bin, aber ich bin mal wieder von mir selbst überrascht mit, von meinen Fähigkeiten. Dann gehen wir mal auf dieses riesige, große Feld hier. Und ja, da sind ein paar Drohnen. Vielleicht sollen wir die ja kaputt machen. Ja, tatsächlich. Und da war irgendwo ein Minikit. Ich habe gerade, keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber na gut. So. Da ist noch ein Druid. Und... Ja, ich spam hier einfach ein bisschen und alles, was hier so in den Weg kommt, zerstöre ich. Und ich kriege gerade ziemlich viele Minikits. Ich weiß auch nicht woher, aber ist gut. So, da ist noch eins, da ist noch eins. Und hier sollten... Da ist noch eins und... Da ist noch eins und... Da ist noch eins und... Da ist noch eins, okay. Und dann noch ein. Da, nice, ey. So, jetzt muss ich wahrscheinlich diese Walker hier töten, kaputt machen. Oder? Natürlich, 6 Stück davon. Wie es scheint, oder? Oder nur 5? Oder... 3? Oh, 12. 3 Millionen natürlich. 1275 sind das, glaube ich, ungefähr. Ich habe nicht genau nachgezählt, aber es sollten so viele sein. So, natürlich immer wieder rumfahren und Spam. Je schneller man drückt, desto schneller schießt er. Also immer schön Spam, dann sollte ich einfach rumfliegen können und die direkt töten können, ohne dass ich hier mich groß um andere Sachen kümmern muss. So, den auch noch und ja, den töte ich auch noch zwischendurch. Wo sind denn die alle? Habe ich schon alle kaputt gemacht? Ne, hier ist noch einer. Und der letzte sollte hier auch irgendwo sein. Genau da. Und plopp. Hab alle. So, jetzt kommen die großen Viecher. Da oben, da hinten sehe ich die schon. Die warten da schon. Plopp.
Ich hab's gesehen, Spiel. Ha, ha, ha. Wie viele von denen? Wahrscheinlich 3 Stück oder so. Nur 2, na gut. Will er nicht herauskommen oder so? Da kann ich nämlich noch nicht schaden. Na gut, dann warte ich mal ein bisschen, bis er hier auf der Map ist. Dann kann ich schon mal den anderen suchen und töten. Der andere ist hier. Okay. Der ist natürlich andersrum gegangen. Okay, ich muss aufpassen, dass hier nichts durch meinen Strahl geht, wie zum Beispiel der kleine Android. Okay, okay, gut, gut. Jetzt muss ich schnell eine Bombe holen. Von hier. Komm schon, Bombe und... Nein, oh, nein, Bombe. Nein, ich hatte es doch schon. Komm schon, schnell, schnell, schnell. Die Bombe, die respawnt nicht. Shit, 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 nein. Oh, die Bombe ist da hinten noch. Was macht die denn, die Bombe? Jetzt steht das Teil wahrscheinlich wieder, oder? Nein, noch nicht, noch nicht. Ich könnte es noch schaffen. Warte, schnell, 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 schnell. Nein, oh, ich bin schon wieder kaputt gemacht worden. Was ist das denn? So, ich habe sie wieder zum Fall gebracht. Jetzt lasse ich mich sterben, genau. Töten, damit ich hier wieder full life bin. Jetzt nehme ich die Bombe, bitte, und sterbe diesmal. Nee, nein, was macht der? Nein, nein, nein. Komm schon, da drauf, da drauf. Ja, nice, ey. Eins haben wir schon mal. Oh, ist das nervig hier. So, und jetzt noch den zweiten, der hoffentlich schon rausgeflogen. Ja, der ist diesmal auch rausgeflogen, gegangen schon mal. So, hoffentlich stören diese Dinger nicht mehr. Ich kann hier mal rumschießen, während ich hier rumfliege. Und der sollte jetzt. Ja, ich habe mich mal wieder selbst zerstört, damit ich hier wieder full life bin. Jetzt eine Bombe schnell holen. Eine Bombe, danke. Nein, falsche Richtung. Komm schon her. Komm schon. Bombe und das sieht besser aus. Ja. Nice, ey. Dann haben wir es. Dann haben wir es, oder? War das schon das Level oder geht's noch weiter? Ach so, jetzt muss ich nochmal alles machen. Natürlich. Hm. Das sieht ja spaßig aus. Wow. Und nochmal einen großen auch noch. Oh, nervig. Aber gut, ich fliege erstmal hier ein paar Runden und zerstöre alles, alles andere außer diesen großen. So, so viele sind hier gar nicht mehr. So viele Gegner, habe ich das Gefühl. So, noch 3 große Walker. Oder AT-ST, AT-AT. Wie ihr die auch immer nennen wollt. So, okay, zwischendurch kann ich den auch noch kaputt machen. Huch, wieso schießen die denn darauf? Meine Kollegen, die sind aber dumm. Weil dieses riesige Gefährt macht auch rein gar nichts, ne? Sollte irgendwie schießen oder nicht? Ist ja auch egal. So, noch eine Bombe holen. Nein, nein, was? Oh, nein, oh. Oh, komm schon, Typ. Okay, ist noch eine Bombe. Nein, da wollte ich nicht, nein. Oh, komm schon, wo ist die Bombe? Da ist eine Bombe. Kriegen wir es noch hin? Kriegen wir es noch hin? Kriegen wir es noch hin, bevor der wieder aufsteht? Nein, was? Nein, nein, oh, ich habe die... Oh, so, und die Bombe sitzt. Nice. Ey, jetzt sollte aber nicht mehr kommen, oder? Nichts mehr kommen. Bitte, danke. Oh, das war mir ein nerviges Level. Oh, so ein richtig ekliges Level. Das man eigentlich nicht spielen will, aber spielen muss, damit man durch die Story kommt. Oh. Oh, und Absturz. Pam, tot, alle tot, Happy End oder so weiter. Und so weiter. Und so fort. Und, oh nein. Oh. Das Lukes Kollege wurde tot, aber er hat ein Laserschwert. Yay. Ah, nee, das ist kein Laserschwert. Das ist nur ein Grappling Hook. Und jetzt macht er die Maschine so kaputt. Doch, mit seinem Laserschwert. Na gut. Ach so, nee. Eine Bombe. Eine Bombe, die er reinschmeißt. Pow. Happy End. Yay. Gewonnen. Der freut sich. Yay. Jeder freut sich. Und Level abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Und wir haben einen Schneegleiter. Yay. Den wir jetzt auch spielen können. Und Varaedi haben wir nicht. Und Steine haben wir auch nicht so viele. Minikits haben wir ein paar bekommen. 3, 4 Stück. Genau. Und dann, ja, Goldensteine haben wir auch nicht so viele. Ja, aber würde ich auch sagen, war es das schon von dieser Folge von Lego Star Wars 2. Die Episode irgendwas bis irgendwas. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.